So, meine Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen, gemeinsam mit dem Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter Toni Lang. Die Dame in der Mitte werden Sie schon kennen. Das ist unsere neue Ministerin, die Christine Grissi, wie wir sagen, Aschbacher, früher Kobalt, Fesch, leider heute der roten Bläser. Rosa, gut. Rosa, nein, immer den blauen Anzug. Ich möchte Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass das eingetroffen ist, was ich eigentlich mir gewünscht habe, dass wir in Jänner gemeinsam starten können, die Bundesregierung und die Landesregierung. Ich darf alle Mitglieder der Landesregierung, wir sind so ziemlich vollzählig vertreten, manche kommen nach, und die Mitglieder des Präsidiums des Landtags sehr herzlich auch begrüßen. Ich denke, dass wir ein ambitioniertes Programm im Lande haben und dass sich manche in der eigenen Regierung noch wundern werden, wo wir überall sparen. Aber das haben wir dann später. Und wir haben vor, jedenfalls ohne Schielen auf die eigene Klientel etwas Gutes für das Land zu machen. Und das natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Bund. Da ist Neuland betreten worden. Das ist eine spannende Geschichte. Dass die länger gebraucht haben, ist kein Vorwurf. Das ist so, wenn zwei ganz verschiedene Sterne am Himmel versuchen, zueinander zu finden, dass das ein bisschen mehr Zeit braucht. Das, was der Kanzler gesagt hat, es ist möglich, Klima zu schützen und Grenzen zu schützen, ist für mich so ein genialer Satz, wenn das wirklich eintrifft, dass wir im Klimabereich wirklich etwas tun, dass wir die Wirtschaft weiterentwickeln, die Forschung, die uns ein so großes Anliegen ist, dann kann das eine gute Periode sein. Wir konzentrieren uns auf die Steiermark, auf unser ambitioniertes Regierungsprogramm. Ich war immer ein Anhänger der Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie. Ich glaube, das sind jene beiden Kräfte, die auch viel für das Land historisch gesehen gemacht haben. Und bei uns sind die Gespräche intakt, auch sind beide Parteien personell und inhaltlich gut aufgestellt. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei den Journalistinnen und Journalisten vor allem, für die, wie soll ich jetzt sagen, für den Versuch einer guten Zusammenarbeit im letzten Jahr. Und ich darf bitten, diesen Versuch fortzusetzen. Wir meinen es gut mit Ihnen. Das gab es mir jetzt nicht, gell? Nein, wir meinen es ausdrücklich gut mit Ihnen. Und ich freue mich, dass ich mit dem Anton Lang einen sehr guten Partner in der Regierung habe, eine Koalition Weiß-Grün. Wir wollen die Steiermark in den Mittelpunkt stellen. Und ich wünsche der Bundesregierung alles Gute mit uns, werden wir sehen, ob es gelingt. Und ich wünsche dir, liebe Christine, ich kenne die Grissi sehr lange, sie ist ja die Tochter eines guten Freundes von mir, mit dem ich schon in der Jugendarbeit zusammengearbeitet habe, in einem politischen Haus aufgewachsen. Die Schwester ist Bürgermeisterin von Wunschuh, der Vater war in Neudorf Bürgermeister, also die weiß, wie das ist, wenn man Politiker im Hause hat. Und ich wünsche dir alles Gute, du hast ein ganz großes Ressort, Arbeit, Familie, Jugend, da werden wir viel miteinander zu tun haben. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist und ich darf jetzt den Toni Lang bitten. Das ist super. Geschätzte Frau Ministerin, Herr Landeshauptmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich schwer hinter dem Herrn Landeshauptmann jetzt nur noch
die Spannung aufrechtzuerhalten, aber er hat mir ein bisschen den Ball aufgelegt und hat gesagt, wir müssen sparen oder wir werden bei den Finanzen noch schauen. Das ist natürlich so ein Lieblingsthema von mir. Ich glaube, das ist auch die große Herausforderung für uns insgesamt in der steirischen Landesregierung, wenn wir dann zum Landesbudget 21/22, das wir heuer verhandeln werden und dann auch beschließen werden, dann werden wir wahrscheinlich unsere, sage ich einmal, die große Bewährungsprobe haben. Das wird sicher sehr herausfordernd werden, aber ich bin überzeugt, dass wir das genauso schaffen, wie wir das in einer, aus meiner Sicht, Rekordzeit geschaffen haben, diese Verhandlungen zu führen und in eine weiß-grüne Agenda sozusagen das zu beschließen, was wir gemeinsam vorhaben. Und das ist, glaube ich, das Besondere an der Steiermark, dass wir auch in vielen Themen nicht immer der gleichen Meinung sind, aber letztendlich geht es uns um die Steiermark und das ist das ganz Wichtige. Und ich wünsche auch der Frau Ministerin alles Gute und bitte nicht vergessen, wo die Wurzeln sind. Das ist für uns so wichtig. Wir müssen auch immer feststellen, dass wir die Hilfe brauchen von Bundesseite, von den einzelnen Ministern. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir es wirklich schaffen, dass wir diese Themen, die wir in den letzten ein, zwei Jahren in der Steiermark immer angeschnitten haben, wo wir Beschlüsse gefasst haben, aber wo wir halt nicht immer die Unterstützung gekriegt haben von Bundesseite, die wir uns erhofft haben, dass wir die jetzt kriegen. Das ist so mein Ziel, gemeinsam mit dem Herrn Landeshauptmann, dass wir das in den nächsten Jahren schaffen. Da bin ich überzeugt davon, dass es dann auf einen richtigen Weg geht, mit uns gemeinsam in der Steiermark, mit der Bundesregierung. Ein herzliches Danke. Es waren ja keine leichten Zeiten in den letzten Monaten für Sie nicht, aber ganz mal eins für uns auch nicht, aber vor allem auch für mich nicht. Das muss ich auch ehrlich sagen. Ich hätte mir vor zwei Monaten nicht gedacht, dass ich einmal mit Herrn Landeshauptmann da draußen stehe. Ich habe eigentlich ganz was anderes vorgehabt, das muss ich auch sagen. Aber es ist halt so, es ist eine Herausforderung. Ich freue mich, darf mich auch sehr, sehr herzlich bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir das so geschafft haben im Sinne der Steiermark. Alles, alles Gute. Darf ich Ihnen auch für dieses Jahr alles Gute wünschen. Und gemeinsam arbeiten wir für die Steiermark. Ein steirisches Gekauft. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.